Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin von Beruf Lehrer, ich wohne in Berlin. Dieses Video ist der zweite Teil zu meiner erneuten Herzflimmerei. Also, was ist Herzflimmern? Das habe ich gestern im vorhergehenden Video, anhand eines Diagramms aufgezeigt. Das Herz schlägt nicht regelmäßig und es ist auch nicht mehr mit der Intensität dabei. Es schlägt ein bisschen flacher, unregelmäßig, und das muss sich eigentlich wieder einrenken. Jetzt denkt man, eine Nacht gut geschlafen und das ist wieder okay. Das war bei mir leider nicht so. Ich habe also die Auswertung von dem Diagramm dem Kardiologen überlassen, dem habe ich es per E-Mail geschickt. Das hat ihn im Urlaub erreicht. Er hat mir tatsächlich daraufhin eine Mail zurückgeschrieben, hat gesagt, hier, das ist Herzflimmern, bitte zum Hausarzt gehen, dieses Medikament verschreiben lassen und dann mal gucken, ob sich's einrenkt. Ich habe die Mail vom Kardiologen tatsächlich zu spät gelesen, sodass ich am nächsten Morgen auch nicht gleich dann zum Hausarzt gegangen bin. Ich habe gedacht, vielleicht warte noch einen Tag ab, ist aber nicht besser geworden, im Gegenteil. Heute Morgen war es ganz schlimm. Ich habe bei jeder kleinen Anstrengung angefangen zu schwitzen. Mein Leistungsvermögen beim Fahrradfahren war deutlich reduziert. Es war unheimlich anstrengend. Ich habe die ganze Zeit geschwitzt. Ich bin dann tatsächlich schon in der Hausarztpraxis gewesen, gleich als ich aufmachte, habe relativ bald den Arzt sprechen können und der hat mich dann ins Krankenhaus eingewiesen. Im Krankenhaus haben sie mich auf den Kopf gestellt, woher dieses Herzflimmern vielleicht kommen könnte, was man da vielleicht dagegen tun könnte. Mir also die Blutwerte gecheckt, Troponinwert, das ist ein Herzinfarktwert, wird da gecheckt, ob ich da vielleicht einen Herzinfarkt habe. Sieht nicht danach aus. Dann ein zweiter Wert wurde da gecheckt. Was war das? Elektrolytwert oder so. Die können auch einen Einfluss darauf haben wohl, wenn ob man Herzflimmern bekommt oder nicht. Haben sie Blutdruck gemessen, der ist bei mir normal. Dann haben sie, was haben wir noch gemessen? Und das war es so im Wesentlichen, ja. Also Blut habe sie abgezapft, um diese ganzen Werte auszubaldowern. Dann haben sie mir noch ein bisschen was intravenös eingeflößt, damit der Pulsschlag von 140 runtergeht auf 90. Haben sie dann auch geschafft und deswegen haben sie mich heute wieder rausgelassen. Ich durfte jetzt also wieder raus aus dem Krankenhaus und muss dann morgen früh auf der Matte stehen. Und wenn sich es bis dahin nicht gebessert hat, dieser ganze Zustand, dann ist die nächste Elektrokardio-Version fällig. Ja. Warum erzähle ich das alles? Weil ich damit angefangen habe und dann erzählt man die Geschichte ja auch zu Ende, ne? Dass es mir nicht so gut geht und dass ich das zurückführe auf die Corona-Maßnahmen, das ist ja auch nichts Neues. Und dass die Corona-Maßnahmen zu bösen Wirkungen innerhalb der Bevölkerung führen, ist ja auch nichts Neues. Und ich muss halt zusehen, dass ich bei all diesem Mist, der hier passiert, gesund bleibe. Und an meine Trolle nochmal die Bitte, ihr dürft mir gerne gute Besserung wünschen und nicht so tun, als ob ihr irgendwas drauf habt. Ansonsten, ja, das habt ihr bisher nicht bewiesen, mit keinem Wort. Ihr seid immer nur schnoddrig und unfreundlich gewesen, habt mir die Hölle an den Hals gewünscht. Und in so einer Situation wünsche ich mir wirklich Solidarität mit Kranken. Ich bin jetzt krank, ja? Und ihr dürft mir gute Besserung wünschen. Vielen Dank.